Weil der Mensch als Arbeitskraft immer weniger wert ist, sucht auch der Karlsruher Professor Götz Werner nach neuen Lösungen. Er hat die Diskussion über das Grundeinkommen entfacht. Was wäre, wenn jeder genügend Geld zur Verfügung hat und nicht mehr um seine Existenz fürchten muss? Es ist eine normative Frage, eine Frage unserer Kultur, eine Frage unserer Mitmenschlichkeit, ob wir das jedem unserer Mitmenschen auch zubilligen wollen. Das ist keine wirtschaftswissenschaftliche Frage. Ob wir jedem von unseren Mitmenschen zubilligen wollen, dass er teilhaben kann an dem, was die Gesellschaft über Generationen hinweg gemeinschaftlich ermöglicht hat. Götz Werner möchte die Bevölkerung aus wirtschaftlichen Abhängigkeiten befreien. Bis zu 1.500 Euro soll jeder Staatsbürger bedingungslos erhalten. Ein Gedanke, der realistisch scheint, wenn man bedenkt, dass in Deutschland derzeit rund 685 Milliarden für Sozialleistungen ausgegeben werden. Politiker machen sich keine Sorgen, die Politiker. Wenn die Politiker merken, dass aus den Köpfen der Souveräne, der Bürger, also von jedem Einzelnen von ihnen, dass der Wind sich dreht, dann werden Sie mal sehen, wie schnell Sie rechts und links überholt werden von den Politikern. Wie sieht Götz Werner Deutschland, wenn wir uns nicht für ein Grundeinkommen entscheiden? Dass immer mehr Menschen in Abhängigkeit kommen, dass sagen wir, unsere Anliegen, die wir im Grundgesetz verankert haben, freie Bewegungsfähigkeit, freie Berufswahl, Menschenwürde, dass die nur noch unzulänglich erfüllt werden können.